Es klingt nach einem wahren Traumjob. Hoch über den Wolken arbeiten und die schönsten Orte dieser Welt quasi gratis besuchen und dafür auch noch bezahlt werden. Zugegeben, Flugbegleiter ist wirklich ein besonderer Beruf. Doch welche Voraussetzungen muss man dafür eigentlich mitbringen und wie sieht so der Arbeitsalltag eines Flugbegleiters aus? Darüber spreche ich heute mit Mathis, der seit über 3 Jahren für eine große deutsche Airline Flugbegleiter ist. Hallo Mathis, schön, dass du heute dabei bist. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Die erste Frage mal gleich vorweg. Wie kam es überhaupt zu diesem Berufswunsch von dir? Ist ja schon was sehr Außergewöhnliches, gerade auch als Mann Flugbegleiter zu sein. Wie kamst du da drauf? Definitiv. Ja, das höre ich auch oft in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass man erstmal komisch angeguckt wird, wenn man erzählt, was man macht. Ich fand das schon immer wahnsinnig spannend, wenn ich selber irgendwo hingeflogen bin. So die Idee vom Arbeitsalltag im Flugzeug, heute hier, morgen da. Diese Abwechslung, die ganzen Menschen und dann auch noch ein bisschen sich die Welt angucken. Wieso nicht? Und dann habe ich mir gedacht, nach dem Abi starten wir doch direkt mal durch. Jetzt bist du ja nicht nur Flugbegleiter, sondern du studierst auch noch nebenzu an der LMU Kommunikationswissenschaften. Wie bringt man denn diese 2 ja sehr unterschiedlichen Berufs- bzw. Studienalltage unter einen Hut? Genau, ich bin seit Oktober letzten Jahres auch Student nebenher und habe bei der Fliegerei dann in eine Teilzeitstelle gewechselt und kann das super nebenher kombinieren. Ich fliege jeden Monat einen kurzen Block, das sind in der Regel 5 Tage am Stück, bin ich weg und der Rest geht fürs Studium drauf. Was würdest du sagen, welche Voraussetzungen muss man denn als Flugbegleiter mitbringen? Was sind denn so die wichtigsten Eigenschaften und Fähigkeiten, die einem bei der Ausbildung auch weiterhelfen? Also ich will jetzt mal gar nicht auf die klassischen Voraussetzungen, die Airlines voraussetzen, eingehen, wie gute Sprachkenntnisse oder sowas, sondern mehr auf die charakterlichen Sachen, die man da einfach mitbringen sollte, auch damit einem der Job, so wie er stattfindet, Spaß macht. Man muss natürlich eine gewisse Bereitschaft und einen großen Spaß daran haben, auf Menschen zuzugehen und mit Menschen zu kommunizieren. Im Alltag gar nicht mal nur mit den Passagieren und Gästen an Bord, sondern auch im Team untereinander. Man muss sich vorstellen, bei jedem Umlauf, den wir fliegen, kommt man in ein komplett neu zusammengewürfeltes Team an Crew und Cockpit. Und das muss einfach funktionieren. Man muss da Spaß dran haben, neue Leute zu treffen und von vornherein da offen und kommunikativ mit umgehen. Und wie lange dauert das dann, bis ich Flugbegleiter bin? Also vom Beginn der Ausbildung oder der Kurse bis hin dann zum fertigen Flugbegleiter bzw. zum erfolgreichen Absolvieren? Bei mir ging das genau 3 Monate. 2 davon in Theorieschulungen, die dann im Schulungszentrum der verschiedenen Airlines stattfinden. Ist auch eine zähe Zeit, also man hockt da von morgens bis abends, teilweise auch am Wochenende, in den verschiedenen Meetings und auch im Mockup, wie sich das nennt. Das sind quasi Modelle von den Kabinen der Flugzeuge, die in so einer großen Halle stehen, wo man dann die ganzen Safety Procedures und Serviceabläufe tagtäglich trainiert. Und ja, nach 2 Monaten geht es dann auf die Linie. Man fliegt 1 Monat noch mit, sag ich mal, noch als Praktikant könnte man das nennen und danach ist man direkt voll dabei. Mathis, du hast es eben schon durchklingen lassen, dass vor allem die Begegnungen und die unterschiedlichen Personen, mit denen du in deinem Arbeitsalltag jeden Tag zu tun hast, was ganz Besonderes an deinem Beruf sind. Aber gibt es da auch noch andere Aspekte und was würdest du denn sagen, ist das Schönste an deinem Beruf? Ja, die Menschen machen natürlich einen großen Teil aus, weil man wahnsinnig vielen Leuten begegnet tagtäglich. Aber es gibt weitaus mehr Aspekte. Ein Punkt, den ich immer wieder sage, es ist ein Job, ein Arbeitsplatz immer an der Sonne. Das ist ganz lustig, wenn München mal im Herbst oder Winter von einer grauen Woche heimgesucht wird, sobald der Flieger abhebt und durch die Wolkendecke bricht, man arbeitet immer im Sonnenlicht in der Kabine. Für mich macht das wahnsinnig was aus, einfach mal ein bisschen den grauen Tagen zu entfliehen. Und dazu kommen natürlich noch die Orte und Destinationen, die man durch die Arbeit kennenlernt. Das ist ein sehr gutes Stichwort für uns. Hast du denn eine Lieblingsdestination und wie viel siehst du denn von den Orten überhaupt, die ihr dann bereist und wo ihr landet?
Also ich persönlich bin auf Kurz- und Mittelstrecke eingesetzt. Also von Los Angeles, New York und Hongkong kann ich leider überhaupt nichts erzählen. Das stellt man sich immer so vor, aber es gibt natürlich auch auf den Kurzstreckenflügen vieles zu sehen. Ich bin wahnsinnig viel deswegen in Europa unterwegs mit der Arbeit. Und ich meine, natürlich gibt es da Destinationen, Côte d'Azur oder in Italien, wo man ganz gerne mal am Meer ist. Was mich am meisten überrascht hat, als ich angefangen habe mit der Fliegerei, war aber tatsächlich eher eine Destination, wo man jetzt nicht so touristisch hinreisen würde. Und zwar Polen. Ich bin wahnsinnig gerne in Polen. Warschau, Danzig, Rzeszów, Posen. Tolle Städte, die man jetzt nicht in so einem Standard-Städtetrip in meinem Alter sich vielleicht mal angucken würde. Aber schöne Städte, tolle Kultur, viel zu sehen, gutes Essen. Genau. Und das als Student, das ist ja schon wirklich Wahnsinn, dass man auch in so einem jungen Alter diese ganzen Möglichkeiten hat und auch einfach zu Gesicht bekommt. Was machst du denn eigentlich, wenn du gerade nicht Passagiere an Bord versorgst? Also wenn der Service vorbei ist, wie verbringt ihr dann eure Zeit? Ja, es gibt Flüge, da gibt es diese Zeit überhaupt nicht. Und ein, zwei Stunden vergehen teilweise, ja, ich sag mal, wie im Flug, weil immer irgendwas los ist und man immer irgendwie zu tun hat. Und auf einmal gehen schon wieder die Anschnallzeichen an. Und man fragt sich, wo waren denn die zwei Stunden? Aber es gibt natürlich auch die Flüge, wenn weniger los ist, wo man mal Zeit hat. Dann unterhält man sich mit den Kollegen und guckt mal vorne rein ins Cockpit, wie es denen gerade geht. Oder man schaut auch einfach mal aus dem Fenster. Also eine Sache, von der ich mich nie satt sehen werden kann, ist Sonnenauf- sowie Sonnenuntergang aus dem Flugzeug. Also da bin auch ich als, sagen wir mal, Vielflieger immer an der Scheibe klebend und guck raus, wenn ich gerade Zeit habe. Jetzt sind ja nicht alle Passagiere immer unkompliziert oder sympathisch. Es gibt ja auch zum Beispiel diese Geschichten, wo Passagiere dann die Decken oder Kissen, die verteilt werden an Bord, mitnehmen wollen oder die mit dem Service nicht zufrieden sind. Wie geht ihr denn mit solchen störenden Passagieren um? Ja, die werden bei uns unruly genannt an Bord, in unserem eigenen, sag ich mal, Fliegeralphabet. Ich sag mal, mit den Decken und Kissen explizit, das ist, glaube ich, dann doch eher ein Problem auf der Langstrecke. Davon kriegen wir jetzt bei unseren Flügen weniger mit. Aber es kommt schon öfters mal vor, dass irgendwelche Sachen nach dem Flug fehlen, wo ich mich frage, mit der Sicherheitskarte, was will man da jetzt zu Hause anfangen? Oder wenn die Kopfstütze, die Ablage fehlt, das ist dann doch ein bisschen dubios. Ich habe leider noch niemanden erwischt. Wenn, dann kommt das aber definitiv zum Gespräch. Kannst du uns auch sagen oder verraten, was die verrückteste Beschwerde oder der vielleicht verrückteste Moment an Bord mit Passagieren war? Es ist gar nicht so lange her. Ich muss dazu sagen, im Flugzeug gibt es natürlich ein paar Plätze, wo die Lautstärke einfach doch ein bisschen belastender ist, wenn man umso näher an den Triebwerken sitzt. Und da wurde ich letztens erst gebeten von einem Gast, ganz höflich, ob ich es ein bisschen leiser machen könnte. Ja, da muss man dann erstmal kurz stocken und schauen, dass man nicht anfängt zu lachen. Ist leider natürlich nicht so, dass ich da einen Lautstärkeregler habe, wo ich vorne in der Kabine kurz mal die Turbinenlautstärke runterdrehen kann. Ist leider einfach Teil der Fliegerei. Da ist eine Lärmbelastung da. Muss man als Flugbegleiter dann auch ein bisschen aufpassen, dass man das so kommuniziert und nicht anfängt, in der Kabine laut loszulachen. Ein bisschen weniger erfreuliches Thema vielleicht noch zum Schluss. Corona hat ja sicherlich auch deinen Arbeitsalltag stark beeinflusst. Und da du die Erfahrung vor Corona-Zeiten hast, aber jetzt auch wieder während Corona-Zeiten, was würdest du denn sagen, inwiefern hat sich dein Arbeitsalltag am meisten durch Corona verändert? Natürlich Themen wie Masken und Co. sind allgegenwärtig. Was durch Corona definitiv eine große Veränderung war, ist die Kommunikation und der Austausch zwischen Passagieren und wir als Crew ist extrem zurückgegangen, was sehr schade ist, weil man einfach das auf das Nötigste natürlich reduziert, auch im Service. Man merkt aber auch, dass das jetzt gerade wieder extrem losgeht. Alle freuen sich wieder, die Flüge sind wieder gut gebucht, die Destinationen kommen wieder, sprießen überall aus dem Boden. Und die Leute freuen sich, wieder fliegen zu dürfen und in Urlaub. Und auch die Berufspendler im Flugzeug hört man in letzter Zeit immer mehr, dass sie sagen, ach schön, mal wieder hier zu sein. Mit diesen doch sehr erfreulichen Worten sind wir schon am Ende unseres Interviews angelangt. Mathis, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und dich unseren Fragen gestellt hast.
War mir eine große Freude, gerne. Wie wir gesehen haben, ist Flugbegleiter also ein Job, der im wahrsten Sinne des Wortes den Horizont erweitert. Und so ermöglicht Flugbegleiter sein, auch jungen Leuten viele spannende Destinationen und Kulturen überall auf der Welt zu entdecken.